Am Ende an der Juni-Session werden wir zu Straßburg am Büro vom Parlament, dem ich als Käste angehören, sicher über den berühmten sogenannten Immobilienskandal zu Straßburg schwätzen. Ich will da mal Folgendes richtigstellen. Das Parlament das lohnt seit Anfang der 80er Jahren Gebäier zu den Loyer ausgemacht mit der Stadt Straßburg. Und die Gemeinde will die Stadt Straßburg auch in Akkord mit denen, denen die Gebäier gehören, dem holländischen Pensionsfonds. Und will die Stadt Straßburg von dem holländischen Pensionsfonds ein Party von dem Loyer kriegt, die Gemeinde, die Loyer wir überzogen. Ich bin der Meinung, das Parlament soll natürlich seine Enquete machen, für zu wissen, ob man zu viel Loyer bezahlen. Ich muss aber darauf hinweisen, dass das nicht umgeht, was der Akkord zwischen dem holländischen Pensionsfonds und Straßburg ist. Wir bezahlen Loyer, Straßburg möchte ein paar die Erbsten, die den Pensionsfonds nicht möchte, auch ein paar die Investitionen. Und ich bin also der Meinung, wir sollen da so sehr wie möglich die Gebäier kaufen. Weil all der, wo wir die Gebäier nicht kaufen, gehen uns 30.000 Euro verloren. Also, wenn wir nach lang turnen mit Enqueten, dann kannst du das mehr, wie das, was sozusagen die Stadt Straßburg ging. Zu viel am Tisch, stürche was, wie gesagt, nach zu beweisen ist. Wir müssen also kaufen und uns nicht am Boxen und Joe lassen von irgendwelchen Leuten, die für Skandale schwätzen. Der größte Skandal wird den, dass man nicht direkt ginge kaufen, am möglichst en pleine Propriété. Das spüren wir dem Parlament und damit dem Steuerzähler suchen.